Herzlich willkommen zu einem Vortragsblock, der sich diesmal ausschließlich nur um BIM handelt. Da fragen sich einige, was ist denn das schon wieder? Das ist ein Begriff, der ist so der allerletzte neue Schrei, ist so in den letzten Jahren hochgekommen, bedeutet Building Information Modeling, und da geht es einfach um räumliche Informationen in und an Gebäuden. Wie dieses BIM eigentlich funktioniert, also so eine bisschen Definition, was das bedeutet und wie die Zusammenarbeit mit BIM ist, das wird uns gleich Christian Klemen erzählen. Ich habe da aber noch, oder sagen wir es mal so, ich war vor 3 Jahren auf einer Fachtagung und da wurde behauptet, BIM ist genauso revolutionär wie die Einführung von CAD in den 90er Jahren. Ich lasse diese These jetzt mal so stehen und anschließend im Fragenteil möchte ich bitten, dass jeder Präsenter praktisch mal seinen Standpunkt dazu abgibt. Jetzt ist aber Christian Klemen dran. Von meiner Seite herzlich willkommen an der HTW Dresden. Ich bin seit 5 Jahren hier Hochschullehrer. Ich habe auch zu dem Bereich Gebäudeinformationsmodellierung promoviert. Beschäftige mich da jetzt schon ein bisschen länger mit. Und es gibt ja auch so die These, sozusagen zurückgespielt, BIM ist das neue GIS. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Deswegen, es geht darum, dass die, ich sag mal, Bauingenieure, Architekten, Planer und die Geodatenmanager zusammenarbeiten. Und was es mit dem schönen Nummernschild auf sich hat, erkläre ich ganz zum Schluss meines Vortrages. Also am Anfang schaue ich mal an, wozu braucht man das Ganze eigentlich? Also ich will Ihnen ein paar Anwendungsfälle zeigen, so zur Motivation. Dann so eine Definition, aber das ist meine Definition, das ist nicht die offizielle. Und dann geht es um das Thema Interoperabilität. Und dann werde ich Ihnen so ein bisschen berichten von einer ISO-Arbeitsgruppe, wo wir das Thema Standardisierung der Interoperabilität besprechen. So, das Bauwesen, das gliedert sich ganz streng nach Leistungsphasen. Leistungsphasen sind eigentlich ein Preisrecht, aber das ist das Wesentliche, wenn wir irgendwie Geld verdienen. Das sage ich auch in der Foskis-Konferenz. Aber es ist eine gute Einflugschneise, um sich dem Thema BIM zu nähern, wenn man in diesen Planungsphasen denkt und dann anschaut, wie arbeiten die Bauwerksmodelle und die Geomodelle zusammen. Also wir haben hier mit Studierenden zum Beispiel ein kleines Plugin für eine BIM-Software geschrieben. Ja, das ist eigentlich ein ganz toll ausmodelliertes Haus, ist ein bisschen klein jetzt, aber da haben wir dann die Grundstücksgrenzen reingeladen. Das könnte ein Architekt machen, der kann dann sein Grundstück parallel 3 Meter Abstand zu Grundstücksgrenzen ausrichten und hat dann einen Mehrwert. Ja, das machen Architekten normalerweise jetzt nicht. Jetzt könnten die in einem BIM das machen und dann zupp, wieder hochspielen ins Stadtmodell und dann mit den anderen Geodaten verschneiden. Also es geht also da jetzt aber nicht nur um die Visualisierung, das ist eine schöne Sache, Visualisierung. Viel wichtiger ist die Modellinterpretation, dass man halt durch das Zusammenführen der unterschiedlichen Fachmodelle, und die Geodaten sind in ein Fachmodell unter ganz vielen Fachmodellen im Bauwesen. Wenn man die zusammenführt, hat man einen echten Mehrwert dann in der Analyse. Dann kann man entweder GIS nach BIM oder BIM nach GIS, je nachdem. Und dann wird ja nicht nur geplant, sondern es wird eben auch gebaut. Da spreche ich jetzt mehr so die Vermessungsingenieure unter Ihnen an, also auf der Baustelle gibt es dann so eine Art Paradigmenwechsel, dass man modellbasiert die Ausführung macht, also die Leute, die auf der Baustelle sind, die kriegen nicht mehr einfach einen ausgedruckten Plan, sondern die arbeiten mit dem Modell, vielleicht auch der Vermessungsingenieur, da gibt es jetzt so zunehmend so eine Applikation, wo man das Modell sieht, dann kann man die Punkte direkt in der Örtlichkeit abstecken. Und hier das interessante Bauprojekt, das habe ich vor einem Jahr etwa besucht, das ist der größte Flughafen der Welt, soll es werden, das ist Istanbul, wurde auch eröffnet und das ist ein komplettes BIM-Projekt. Also da wurde 3 Jahre modellbasiert geplant und dann 3 Jahre modellbasiert gebaut. Das ist großartig, hat sehr gut funktioniert, sehr innovativ. Alle anderen Sachen an dem Flughafen und auch die politischen Rahmenbedingungen sind fragwürdig, aber das ist super interessant. Also man konnte an jeder Stelle auf der Baustelle sehen, wie das später mal aussehen wird. Und die Bauelemente konnte man anklicken und die hatten eine Nummer und die hatten ihre Sachdaten und das auf der größten Flughafenbaustelle der Welt. Nicht gerade schlecht, würde ich sagen. Aber das Wichtigste am Ende, das Bauwerk muss ja genutzt werden, die sogenannte Betriebsphase. Na, dann gibt es ja auch in der Geoinformatik viele Bestrebungen, die Indoor-Outdoor-Navigation zu verbessern, also von der Sensortechnik, aber auch von den Daten und von der Verknüpfung der Daten und dem Routing.
Und dann gibt es so die Hausmeister, ja, die Facility Manager, die sich dann in der Betriebsphase auch eben um die Datenhaltung kümmern. Und da muss man wissen, dass ein Facility Manager 25% seiner Arbeitszeit damit verbringt, Informationen zu suchen. Ja, das ist Ihnen als Geoinformatiker vielleicht irgendwie klar, das ist, dass eine Information verfügbar sein muss und sowas. Im Bauwesen entwickelt sich das gerade so. Wir haben auch ein Projekt mit Studenten gemacht. Das ist eine Wohnanlage, ganz normal in Hamburg. Da haben wir CAD-Pläne genommen, ja, von der ersten Revolution, die CAD, und sozusagen jetzt in die neue Revolution nach BIM geholt. Haben dann ein 3D-Modell draus gemacht, haben das entsprechend attributiert. Jetzt kann man daraus ein Planwerk ableiten, aber noch viel wichtiger, man kann Listen erzeugen. Ja, im Prinzip, der Facility Manager interessiert sich gar nicht so sehr für die Visualisierung, sondern möchte seine Geschäftsprozesse, seine Rechnungen schreiben, er möchte wissen, wann muss ich das nächste Fenster warten. Und da ist dann aber auch die Frage, was ist denn mit den Außenanlagen? Ja, kriegen wir da auch noch so weitere Pläne, Geländemodell von der Stadt Hamburg, die Flächennutzung an dieser Wohnanlage, die werden typischerweise in GIS geführt und die muss man jetzt irgendwie zusammenführen. Ja, sieht man hier das Bauwerk und dann die Außenanlagen, das ist eigentlich originär GIS, das ist BIM und die möchte man jetzt gemeinsam abfragen. Und das ist also ein enormer Mehrwert, das ist für GIS-Leute, viele gucken schon, das ist doch normal, ist doch nicht schwierig und so, aber im Bauwesen ist das revolutionär. So, es geht also bei BIM und bei GIS irgendwo um das Gleiche. Ja, das Gleiche ist das I in der Mitte. Building Information Modeling, ja, Information, ja, geografisches Informationssystem. Das ist das gleiche I in der Mitte. Und das ist sozusagen das Entscheidende. Also wir, die Bauingenieure, die bauen, die planen, die Statik und die Architekten machen den Entwurf und der Facility Manager guckt, dass das Haus betriebswirtschaftlich genutzt werden kann. Das machen die einfach so weiter. Aber zusätzlich kommt jetzt viel mehr der Fokus darauf, wie die das Informationsmanagement machen. Ja, das Entwurf, Bauen, Betreiben, Informationsaustausch. Aber heute ist jetzt hier interessant der Austausch zwischen den Vermessungsdaten und den Geodaten in den verschiedenen Phasen. Das will ich sozusagen hier adressieren mit dem Vortrag. Damit ich das richtig machen kann, will ich so ganz kurz erklären, was BIM eigentlich ist. Na, BIM in a nutshell. Und das ist meine eigene Definition, habe ich mir so ausgedacht, nach einer gewissen Zeit, wo ich in BIM-Projekten gearbeitet habe. Also ein wesentlicher Bestandteil ist die gemeinsame Datenumgebung. Die gemeinsame Datenumgebung muss jetzt also nicht notwendigerweise eine monolithische Datenbank sein, sondern kann, das wissen Geoinformatiker, auch etwas Verteiltes sein, eine Infrastruktur. Es kann aber auch sowas sein wie ein Dateiablagesystem. Der Lebenszyklusgedanke ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Das Gebäude, das besteht in der Realität, natürlich so lange, wie es eben besteht, wird ja vorher geplant. Es geht bei dem Lebenszyklus um die durchgängige Information, die also ohne einen Medienbruch und ohne, dass durch einen Formatwechsel irgendwie die Daten zwar übertragen werden, aber weniger Informationen enthalten, also dass sie über den gesamten Lebenszyklus die Information genutzt wird. Und der dritte wichtige Aspekt, dass diese gesamte Information nicht an der Zeichnung hängt, wie beim CAD. So arbeitet das Bauwesen jetzt zu 95%. Da gibt es CAD-Pläne, gibt auch 3D-CAD. Sondern das Modell ist semantisch strukturiert. Es gibt Objekte und die Objekte repräsentieren Bauteile. Und da hängt dann die Information dran. Also nicht an der Zeichnung. Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Okay, die gemeinsame Datenumgebung ist ein Hot Topic. Das ist jetzt eine bisschen kleine Abbildung. Ja. Sie brauchen gar nicht alles lesen. Also diese gemeinsame Datenumgebung, die ist dieser dunkle Rahmen hier. Und Sie sehen, im Laufe des Projektes steigt die Information an. Wird immer mehr, weil immer mehr Leute da so Informationen reingeben. Und jetzt habe ich auch ein Wort benutzt, Projekt, ja, Projektinformationsmodell. Das heißt, BIM ist jetzt schon ein bisschen was anderes als die Geodaten, weil Geodaten werden ja über Jahrzehnte vorgehalten. Ja, das ist irgendwie auch so immer die Idee bei BIM, aber in der Realität ist es eher was Projektbezogenes. Für einen Bahnhof, für eine Straße, für eine Brücke.
wenn die meistens in der Planungsphase. Und im Anschluss dann das Asset Information Model. So, und da haben wir die gemeinsame Datenumgebung. Und bevor die aufgebaut werden kann, muss ein Rahmen geschaffen werden. Und da sind so Begriffe, die kommen aus dem Englischsprachigen, aus England, so zu uns rüber geschnappt, geschwappt. Und die kannte vor 3 Jahren noch niemand im Bauwesen. Und jetzt kennen alle diese Begriffe. Das ist also ein richtiger Hype. Also der Auftraggeber, der hat irgendwo ein bisschen Kapital, der möchte was ausgeben. Der möchte eine Shopping Mall bauen. Oder der Staat möchte einen Kindergarten bauen. Dann ist sozusagen in der reinen Lehre der Auftraggeber aufgefordert, Auftraggeber-Informationsanforderungen zu formulieren. Da sind gerade die großen, also der Staat macht das sehr viel, auch die großen Bauunternehmen machen das gerade im Moment. Da gibt es einen Haufen von Beratern, die durch Deutschland reisen und europaweit nach China, die jetzt diese Auftraggeber-Informationsanforderungen formulieren. Und da ist das I auch wieder in der Mitte, ja, Auftraggeber-Informationsanforderungen. Also es geht da nicht darum, wie jetzt genau gebaut wird, sondern es geht ums Informationsmanagement. Dann gibt es eine Ausschreibung für ein Bauprojekt, in je nachdem welcher Leistungsphase. Und dann muss der Bieter, das könnte ein Vermessungsbüro sein, das könnte ein Bauunternehmer sein, der muss auf diese Auftraggeber-Informationsanforderungen antworten mit dem BIM-Abwicklungsplan, der dann weiter strukturiert wird zum BIM-Pflichtenheft. Und dann in diesem normierten Prozess, also nach ISO 19650 normiert, wenn das so kommt, sage ich gleich noch was zu, dann ist da ein Zeitrahmen vorgesehen, dass diejenigen, die noch nicht mit BIM arbeiten können, die also noch nicht diesen Paradigmenwechsel vollzogen haben, dass sie eine Zeit haben, sich zu ertüchtigen. Also in England war das zum Beispiel so, dass die Hälfte aller Architekten und Bauingenieure vom Staat eine Schulung finanziert bekommen haben. Ja, das ist, wir haben heute Morgen den schönen Vortrag aus dem Ruhrgebiet gehört, da war das Thema, da waren glaube ich 92 Leute wurden geschult, um OSM-Daten zu nutzen oder zumindest die Bereitschaft zu entwickeln, mit OSM-Daten zu arbeiten, und genauso ist das hier eben auch, also man muss eben die Leute mitnehmen und sie ertüchtigen. Wir machen das ja an der Hochschule sowieso, aber es gibt ja viele auch ältere Leute, die jetzt sozusagen nicht gerade frisch unsere Hochschule verlassen haben. Genau, das ist sozusagen diese gemeinsame Datenumgebung, und das ist der wird gerade heiß diskutiert, diese Norm, die ist sehr stark von dem englischen Bauwesen beeinflusst, wo es Generalunternehmer gibt, also ein großes Unternehmen, das einfach alles macht, und die passt überhaupt nicht zu unserer Baukultur, wo wir sagen, wir möchten viele kleine Ingenieurbüros haben, wir möchten den Architekten haben, der mit einem Zwei-Mann-Bude hat, der trotzdem mitmachen kann, ein kleiner Gutachter. Die passen so, wie die Norm zurzeit formuliert ist, nicht so richtig rein, und ein Vermessungsingenieur vielleicht schon gar nicht. Ja? Das ist also ein heißes Thema, was gerade diskutiert wird. Ziel des Ganzen, das ist aber wieder was sehr Gutes, ja? Man will also wirklich im Bau sicherstellen, dass die Informationsqualität gesichert da ist. Das heißt, sind alle Attribute zum Beispiel gesetzt, ist alles vollständig, und man möchte 3D-Modelle dazu nutzen, wenn man sie verschneidet, die einzelnen Fachplanungen, technische Gebäudeausrüstung, Statik, wenn man die verschneidet, dass dann keine Kollisionen entstehen. Zweite These bei BIM, das Bauteil. Ja, man sieht hier mal so, ich habe so ein BIM, einen Träger mal ausgewählt, und ich nehme jetzt immer diesen Spielball auf mit dem Paradigmenwechsel. Also die 3D-Geometrie ist nicht der Paradigmenwechsel, weil man kann mit 3D schon lange im CAD arbeiten, auch natürlich im GIS. Sehr wichtig ist die höhere Bedeutung der Topologie, dass die Bauteile wissen, wie sie miteinander verbunden sind. Das ist die Intelligenz des Bauwerksmodells. Und für viele Leute das Entscheidendste ist die semantische Struktur. Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, den jetzt die Geoinformatik schon vor 10 Jahren vollzogen hat, also von der Karte zum GIS. Erstmal irgendwie so auf was auf dem Bildschirm, und dann aber auch diese ganzen semantischen Modelle. Ich denke jetzt zum Beispiel an CityGML. Ja, da ist ja die Semantik auch das vorherrschende Ordnungskriterium. Und die Semantik, die wird also gebildet über die Bauteiltypen. Was ist das eigentlich für ein Typ? Was für Attribute muss ich setzen? Und es gibt keine Layer. Ja, im CAD-System gibt es immer Layer. Das ist sozusagen das semantische Konzept im CAD. Das gibt es hier nicht, weil die Objekte haben halt eine Klasse. Und das ist absolut entscheidend, weil die ist absolut notwendig, diese Semantik, sonst würde die ganze Methodik nicht funktionieren. Aber jede Software macht die anders.
Jeder Standard, jedes Gewerk, bei jeder Ausschreibung ist was anderes formuliert. Also da gibt es einen hohen Bedarf, zumindest Grundfunktionalitäten der Semantik zu vereinheitlichen. Lebenszyklusgedanke. Ja? Ich habe schon von diesen Bauphasen, also so ein bisschen an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure orientiert. Es geht also entwerfen, planen, ausführen. Aber das Betreiben des Gebäudes verbraucht etwa 80% der Kosten. Also das und ist ja auch viel länger, also ist vielleicht 80 Jahre und nicht 2 Jahre Bauzeit. Das heißt, man muss das Informationsmanagement von hinten denken. Ist eigentlich auch trivial, aber das ist leider im Bauwesen überhaupt nicht der Fall. Der Auftraggeber sagt nicht dem Architekten, ich möchte das Bauwerk später betreiben, ich brauche die und die Informationen über den Beton. Und das lernt das Bauwesen gerade, dass man also das Informationsmanagement sehr früh beginnen muss, damit es hinten funktioniert. Und dann ist die Frage, wie passen denn dann jeweils die Geodaten dazu, die natürlich eine große Rolle spielen. Sobald ich sozusagen das Bauwerk verlasse und jetzt hinter der Mauer bin, bin ich ja sozusagen im GIS. Ja? Da kommen ja Leitungen an, da gibt es Rechte an Grundstücken, da gibt es Gelände, da gibt es, der nächste Kindergarten ist vielleicht leider zu weit weg, deswegen mindert das den Wert meines Grundstückes. So. Und weil dieses Informationsmanagement so wichtig ist und so unterschiedlich gehandhabt wird auch, findet auf europäischer Ebene bei CEN gerade in einer recht großen Arbeitsgruppe so eine Grundlagenarbeit statt, wo man sagt, okay, wenn wir über den Detaillierungsgrad von Informationen sprechen, Sie kennen das ein bisschen von den City-GML-LODs, ja? Dann wechseln wir die Perspektive. Wir sagen nicht mehr, der Detaillierungsgrad ist eine Eigenschaft des Modells, sondern wir sagen, die Modellierungsgenauigkeit ist eine Anforderung des Auftraggebers, Level of Information Need. Und die wird aufgegliedert in geometrische Detaillierung, die semantische Detaillierung und in welchen Datenformaten und welche Dokumente ich wie benannt liefere. Ganz wichtig vielleicht, weil ich bin ja Vermessungsingenieur, deswegen eigentlich stark an geometrischen Eigenschaften interessiert. Sehr wichtig ist die Frage, muss denn die Geometrie, die ich liefere, wenn ich zum Beispiel eine 3D-Bestandsdokumentation mache, muss die denn editierbar sein? So, und darum geht's und es findet ein Haufen von Normierungen statt, sozusagen bei der strengen ISO, CEN, DIN-Modellierung und natürlich auch im Open-Bereich. Da ist Building Smart hier, haben mein Logo, da sind wir auch Mitglied, sozusagen das Pendant zu OGC. Ja, das ist die Vornormierung, das sind die Netzwerke, die dann Sachen in die formale Normierung einspielen. Und die Interoperabilität ist was Kompliziertes. Und in dieser Arbeitsgruppe versuchen wir sozusagen in verschiedenen Koordinatenebenen das Thema Interoperabilität zu betrachten, also wie interoperabel sind die Daten, die Prozesse, Geschäftsprozesse, sind die Lösungen, die man anbieten könnte, sind das integrierte Lösungen, also alles in eine Datei schreiben, sind das vereinigte Sachen, habe ich ein Metamodell, kann ich mappen, oder sind das verteilte Sachen, das sind dann so Ontologien, was ganz Schwieriges. Und da gibt es einen Haufen von Problemen, ja, wie Sie sehen. Da braucht man immer sozusagen sehr komplexe Fragestellungen. Das ist die Arbeitsgruppe. Und da wollte ich jetzt mal, also Aufgabe dieser aktuell arbeitenden Arbeitsgruppe auf ISO-Ebene ist, dass wir bis Oktober diesen Jahres einen Technical Report schreiben, der diese Interoperabilitätsprobleme benennt und Vorschläge für weitere Normierungsvorhaben macht, um BIM und GIS besser zusammenzubringen. Das lese ich jetzt nicht vor, weil ich habe noch eine Minute. Das Thema, welche Koordinate hat ein Punkt? Da kennen sich die Geoinformatiker super aus. Sie haben die ganzen Metadaten in den Koordinatensystemen. Es ist nicht so einfach, einen einzelnen Punkt von einem System ins andere zu bringen. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Und da haben wir hier so ein Konzept entwickelt, wo wir schauen, wie kann man in den Industry Foundation Class, das ist das offene Format, wie kann man da die Georeferenzierung reinschreiben. Ich lasse noch kurz offen, dann könnt ihr noch mal gucken. Und das finden Sie auf der Webseite dd-bim.org. Können Sie das runterladen. Wir haben es noch nicht auf Git hochgeladen, unsere Software, aber machen wir bald. Und eine andere Geschichte ist, im Bauwesen spielen die Bauhersteller, die Fenster herstellen Türen eine große Rolle, aber die modellieren, wie sie lustig sind. Ja, die schreiben irgendwelche Attribute rein, die nutzen nicht die gleiche Semantik.
Deswegen gibt es ein Konzept, dass man sagt, wir haben einen Merkmalserver, der einzelne Attribute atomar beschreibt. Dann werden Produktdaten, bedienen sich dieser Merkmale. Ich sage, dann habe ich für ein Fenster, brauche ich die 17 Attribute für den Anwendungsfall Facility Management. Der Server steht da und kann von Herstellern angezapft werden. Die gestalten dann ihre Produktdatenblätter, die Product Data Sheets, gemäß dieser Templates. Und eine BIM-Software kann die dann entsprechend annotieren oder prüfen. Und mein Vorschlag ist jetzt, dass man so auch Geo-Product Data Templates entwickelt. Wer akademisch nachlesen will, was Building Information Modeling bedeutet, dem empfehle ich das Buch von André Bormann und anderen wichtigen Hochschullehrern in Deutschland im Springer Verlag, Building Information Modeling, oder wer keine Lust hat, die 80 Euro auszugeben, den Leitfaden Geodäsie und BIM, den gibt es beim Runden Tisch GIS in München oder beim Deutschen Verein für Vermessungswesen, beim DVW, kostenlos als PDF zum Download. Und da steht nochmal auf, ich glaube, 210 Seiten viel mehr. Genau, und einen letzten Satz. Das Thema BIM ist ein Hype. Das ist ganz toll. Wir haben hier ein lokales Netzwerk gebildet. Da haben mir für ein Forschungsprojekt 25.000 Euro gefehlt, ja, weil ich falsch gerechnet habe. Und dann sind dann innerhalb von 2 Wochen konnte ich über Crowdfunding in den Unternehmen diesen Restbetrag, den ich brauchte für die Finanzierung, einwerben, weil das Thema gerade so wichtig ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christian Clement, für diesen Einblick. Also das ist ja doch eine ganz eigene Welt, genauso Absolut. Wie wahrscheinlich unsere GIS-Welt völlig eigen ist. Und ich denke mal, da wird es doch eine Menge Fragen geben. Wir haben 5 Minuten Zeit. Bitte. Ja, damit Die Frage ist, geht BIM auf alle nur auf Gebäude oder auf alle Infrastruktur, dann würde ja auch eine Straße oder ein Kanal dazugehören und dann sind wir ja ziemlich mehr in unserem GIS-Geschäft eigentlich. Absolut. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also wenn man in den angelsächsischen Raum schaut, ist BIM für den Hochbau. Das ist GIS auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Wenn man in Infrastrukturbau geht, dann ist GIS natürlich total wichtig und dann verschwimmen die Grenzen. Und in Deutschland ist es eher so, weil das Thema BIM vom Bundesverkehrsministerium stark vorangetrieben wird durch den sogenannten Stufenplan. Ab 2020, ab 1. Januar 2021, wenn man genau ist, müssen Verkehrsprojekte nach der BIM-Methode gemacht werden. Das heißt, es dürfen keine 2D-Pläne erstellt werden. Jeder 2D-Plan muss aus einem 3D-Modell abgeleitet werden. Und da ist ja was drumherum. Ja, da gibt es ja Leitungen, Gelände, Grundstücksgrenzen. Deswegen, da verschwimmen die Grenzen sehr, sehr stark. Ja, was mich noch interessieren würde, Sie haben das jetzt schon gesagt, ich habe das in anderen Projekten schon gesehen, so die Nachführung von solchen Modellen ist überhaupt nicht so richtig das Thema, oder? Also wenn Sie jetzt sagen, es ist ein Projekt und das hört dann irgendwie auf, aber Sie haben auch gesagt, so ein Gebäude steht ja irgendwie im besten Fall 80 Jahre, 100 Jahre, da gibt es ja auch mal, weiß ich nicht, Fenster gewechselt, Türen gewechselt. Ist das irgendwie vorgesehen? Das ist, also das wird schon immer mitgedacht. Also in den Normierungsausschüssen, zum Beispiel beim DIN, sitzt einer von der CAD-Stelle Bayern. Und da ist eigentlich das Thema von der FOSGIS ganz entscheidend, weil wenn das Bauwerk, die Information des Bauwerks in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, dann braucht man offene Standards. Weil ich würde mich dann nicht auf amerikanische Softwareentwickler von Großkonzernen verlassen, dass die in 30 Jahren noch die gleichen Dateiformate unterstützen. Da braucht man textbasierte offene Standards. Und das wäre das IFC. Und gerade in der Hinsicht, also jetzt sozusagen als Technik, auf der Technikebene argumentiert, ist es ganz wichtig, da offene Standards einzusetzen. Wegen der Langzeitnutzung. Und das Thema Updates ist technisch schwierig. Ja, eine Frage würde ich noch zulassen. Ist das Thema BIM nur ein Thema für Neubauten oder könnte man das Thema BIM auch erweitern auf die bestehenden Bestandsgebäude? Also die Frage leitet ganz hervorragend über eigentlich zum nächsten Vortrag, wo wir ein Forschungsprojekt haben, wo es genau um die Frage geht. Also die Software ist gemacht für Neubau, aber der Anwendungsfall ist ja eigentlich viel interessanter für Bestandsgebäude, weil wir haben ein paar mehr bestehende Gebäude als das, was gerade dieses Jahr gebaut wird. Ja, und die gleichen Möglichkeiten möchte man natürlich auch für Bestandsgebäude nutzen. Die Software kann das so, lala, und das ist Forschungsgegenstand und eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Ja.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die Frage mit der Revolution hat sich irgendwie schon geklärt. Tut mir leid, Sie haben mir den Ball so zugespielt. Ja, es ist eine Revolution für die Bauwirtschaft. Noch eine letzte Frage am Anschluss. Haben Sie wahrscheinlich auch schon oft gehört. Was bedeutet das jetzt für den kleinen Häuslebauer? Die Frage kommt immer. Ja, was hat der Hand? Also die Handwerker müssen mitgenommen werden. Es gab an der TU Dresden oben Schulungen für Handwerker, da haben die so einfach zu bedienende 3D-Modellierungssoftware und waren eigentlich sehr offen. Und dann gibt es ja auch ganz viele hochspezialisierte Handwerksunternehmen, zum Beispiel Steinmetz hier in Dresden, der macht eh immer Computermodelle und lässt die dann über eine NC-Maschine dann fräsen. Und der ist happy, wenn er vom Architekten ein 3D-Modell kriegt. Bis jetzt hat er den nämlich immer selber gemacht. Ja, also das ist, also es gibt solche Handwerksbetriebe, die vielleicht mal einen Fax haben, und es gibt auch solche, die sehr innovativ sind, klein und super innovativ, und die freuen sich, wenn sie digital arbeiten können. Also da wird noch einiges auf uns zukommen im Bereich Bau. Vielen Dank für diesen Einstieg in BIM, Christian Klemm. Dankeschön.